Im Laufe des Vormittags wird sich auch der Deutsche Bundestag mit Anträgen zu Gegenwart und Zukunft der NATO beschäftigen. Beobachtet und kommentiert von meinem Kollegen Gerd Joachim von Fallois in Berlin. Guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Gerd, welchen Widerhall findet denn eigentlich diese ja auch gerade wieder in Washington formulierte Dauerkritik der Amerikaner an der deutschen Sparsamkeit bei den Abgeordneten in Berlin? Ja, das werden wir sicherlich gleich in der Debatte hören. Es ist kein Geheimnis, gerade in der Union sind die Außen- und Sicherheitspolitiker sehr unzufrieden mit der Tatsache, dass Angela Merkel von Anfang an nur 1,5% vorgegeben hat und dass der momentane Haushaltsentwurf sich weit darunter bewegt. Man muss allerdings dazu sagen, dass nur 7 von 28 Staaten diese 2%-Hürde erreichen, unter anderem überraschenderweise Griechenland. Und ein Land wie Kanada liegt sogar noch schlechter in der Quote als Deutschland. Aber dass Herr Trump vor allen Dingen sich Deutschland vorknüpft, das hat natürlich ganz andere Gründe. Sein Außenminister hat es auch noch mal bewiesen bei diesem Festakt, in dem er eben gesagt hat, durch Nord Stream wird Deutschland erpressbar von den Russen. Daher weht also der Wind und natürlich ist Deutschland wirtschaftlich eine große Macht und das interessiert Herrn Trump besonders. Und deswegen, glaube ich, bekommen gerade die Deutschen derart einen auf den Deckel. Dabei könnte man das Ganze auch umdrehen und sagen, der amerikanische Präsident ist eigentlich der Unsicherheitsfaktor für die NATO. Er hat ja die NATO allgemein in Frage gestellt. Unter anderem hat er ja gesagt, ob man von Montenegro wirklich dann einen Krieg anfangen sollte. Das ist die Frage. Also das sind doch Töne, die dann an der Grundfeste der NATO rütteln. Also statt zu feiern, hat man viele, viele Probleme. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße Roderich Kiesewetter, den Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss und Heike Hensel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. Ich habe es gerade gesagt, es gibt viele Probleme bei der NATO. Ist es denn überhaupt ein Grund, heute zu feiern? Und diese Probleme, die sind ja substanziell. Hat die NATO überhaupt noch eine Zukunft? Also schon ein Tag des Innehaltens und der Besonnenheit, wenn wir überlegen, was wir in 70 Jahren NATO an Stabilität erreicht haben in Europa, aber auch Deutschland seine Einheit der NATO verdankt und die osteuropäischen Staaten wirtschaftliche Sicherheit und Stabilität durch die NATO-Mitgliedschaft. Aber wir müssen nach vorne schauen. Die NATO wird auch einen Trump überstehen. Es geht um neue Herausforderungen und es geht darum, dass wir uns im Westen uns selbst vergewissern. Wir haben Herausforderungen im Bereich Cyber, im Bereich Terrorismus. Aber es geht auch darum, dass wir eine Wertegemeinschaft sind und da haben wir einige Hausaufgaben, auch mit Blick auf die Türkei. Aber ich bin zuversichtlich, dass die NATO weiterhin gut für die Sicherheit Europas und der Nordhalbkugel sorgt. Dieser Meinung waren Sie ja noch nie, Frau Hensel. An so einem Geburtstag darf man ja auch mal ein paar Wünsche äußern. Was wären Ihre Wünsche für die NATO? Naja, also erstmal für uns ist es kein Grund zu feiern. Und unser größter Wunsch wäre, dass sich die NATO eigentlich selbst überflüssig macht und wir zu einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa kommen. Und die Geschichte, wenn man zurückblickt, man muss ja auch zurückblicken an so einem Tag, zeigt ja die vielen NATO-Kriege, die stattgefunden haben. Wir haben es immer für falsch gefunden, dass eigentlich nach dem Ende des Kalten Krieges, der Auflösung des Warschauer Pakts, die NATO als einziges Militärbündnis bestehen blieb und sich ja auch zu einem internationalen Kriegsbündnis entwickelt hat, muss man sehen. Die ganzen NATO-Kriege, die wir erlebt haben, waren zerstörerisch für die Länder und sie haben zu weniger und nicht mehr Sicherheit beigetragen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo aufgrund der Krise und der Auseinandersetzung mit den USA auch direkt die Sicherheit in Europa bedroht ist. Wir sollen in eine Konfrontation mit Russland gedrängt werden und davon halten wir gar nichts. Und deshalb ist unsere Meinung, es ist der richtige Tag, um heute über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa zu diskutieren. Die NATO, kann man natürlich anders draufblickend auch sagen, war so erfolgreich, dass ihnen zwischendurch der Gegner ausgegangen ist. Durch das neue, etwas aggressive Verhalten der Russen scheint sich das ein bisschen zu stabilisieren. Aber der Gegner sitzt offensichtlich auch in den eigenen Reihen. Was ist mit der amerikanischen Administration los? Sie spielt andauernd mit dem Feuer, was die NATO angeht. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Außenminister Pence hat da eine Rede gehalten. Wie haben Sie die so schön genannt? Also zunächst mal geht es ja nicht darum, dass die NATO ein Kriegsbündnis ist, sondern es geht schlichtweg darum, dass die NATO für Sicherheit sorgt. Und Russland ist nicht unser erster Gegner, sondern es sind all diejenigen, die Stabilität verhindern und die den internationalen Terrorismus fordern und fördern. Für uns ist Russland dahingehend ein Risikofaktor, weil es die Ukraine destabilisiert und weil die Ukraine unter Krieg leidet, unter Flucht und Vertreibung, weil die Krim völkerrechtswidrig annektiert ist. Das ist aber keine Ursache in der NATO, sondern das liegt an den innenpolitischen Problemen Russlands. Deswegen fordern wir als Union auch einen stärkeren Dialog mit Russland und auch eine Aufrechterhaltung der
Sanktionen. Pence hat letztlich eine Rede für Trump gehalten und keine Rede für die NATO. Ich glaube, wir Europäer sollten den USA zeigen, dass wir Lastenteilung leisten mit Blick auf den Maghreb, mit Blick auf den Balkan, für unser Engagement in Jordanien, im Libanon und im Irak. Und ich halte es insgesamt für sehr sinnvoll, dass wir Europäer unsere Sicherheit in der NATO organisieren. Und da liegen eine Menge Herausforderungen und das sieht ganz gut aus. Sie haben damals gesagt, Herr Pence hat mit dieser Rede Europa erpresst und bedroht. Ich will es nur noch mal nachtragen, war ein bisschen schärfer, als wir jetzt heute Morgen hier gesprochen haben. Europäische Sicherheitsarchitektur, haben Sie gesagt. Schauen wir mal auf die Verwirrung und Verwicklung in der NATO. Da geht es ja um Geld. Ohne Geld geht es nicht. Was schwebt Ihnen denn davor? Wie soll so eine europäische Sicherheitsarchitektur aussehen? Wie viel Militär braucht man dafür? Und ich glaube, die Linke wollte per se immer die Einbindung Russlands. Ja, erstmal diesen Rüstungswahnsinn, jetzt nochmal verstärkt vorangetrieben durch die Trump-Administration. Davon halten wir gar nichts. Wir haben jetzt schon den größten Rüstungshaushalt, den Anstieg des Rüstungshaushalts nach dem Ende des Kalten Krieges beschlossen. Und auch die Bundesregierung will ja maßgeblich auf 1,5% und vielleicht noch mehr. Wir wären mit 60 Milliarden oder dann bei 2% mit über 80 Milliarden die größte Militärmacht in Europa. Wer kann das wollen? Wir halten diese ganzen Szenarien für falsch. Wir erleben durch die Konfrontation mit Russland, die forciert wird, mehr Unsicherheit. Und genau deswegen braucht es jetzt Initiativen der vertrauensbildenden Maßnahmen. Das ist das Wichtigste, ein Klima wieder zu schaffen, in dem sogar Abrüstung möglich wird. Denn wir sehen ja durch die Aufkündigung des INF-Vertrags durch die USA und dann Russland, die gleich gefolgt sind, dass wir auch das Potenzial besteht für eine neue atomare Auseinandersetzung in Europa. Das kann niemand wollen. Und deswegen frage ich mich, was die Bundesregierung jetzt tut, um genau diese Auseinandersetzung zu verhindern. Wir wollen keinen neuen zweiten Kalten Krieg, sondern wir wollen vertrauensbildende Maßnahmen mit gegenseitigen Inspektionen und neue Abrüstungsinitiativen sowohl im atomaren als auch konventionellen Bereich. Und ein ganz konkreter Schritt unsererseits, unserer Meinung nach, wäre zum Beispiel der Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. Das ist die Vorschlage der Linken. Ja, also zunächst einmal geht es ja nicht um Aufrüstung, sondern es geht darum, dass die Bundeswehr eine vernünftige Ausrüstung bekommt und letztlich das leistet, was auch im Bündnis an Versprechungen eingegangen ist. Zweitens, die NATO hat sehr klar gesagt, dass es nicht um nukleare Aufrüstung geht. Es wird keine nukleare Antwort auf den russischen Bruch des INF-Vertrags geben, sondern wir müssen wirklich schauen, wie wir wieder an einen Tisch kommen und die Abrüstung beleben. Deswegen hat ja Deutschland auch, und das hat die Linke wahrscheinlich nicht mitbekommen, im Weltsicherheitsrat neue Abrüstungsinitiativen gestartet mit Blick auf nukleare Abrüstung. Aber eben auch, wir müssen das Wiener Dokument, also die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, in Europa wiederbeleben, die konventionelle Abrüstung in Europa wiederbeleben. Aber unabhängig davon können wir nur aus einer Position der Stärke heraus verhandeln. Und das geht eben, wenn wir das 2%-Ziel uns dem annähern. Die Bundesrepublik Deutschland investiert viel in Fähigkeiten. Sie investiert viel in Einsätze oder auch in den Luftraum des Baltikums oder in die NATO-Speerspitze. Wo wir etwas stärker sein müssen, ist im Erreichen der 1,5 oder 2%. Da haben wir uns in eine Sondersposition gebracht. Das werden wir sicherlich ändern. Aber insgesamt geht es nicht um Aufrüstung, sondern um Stabilisierung. Aber da muss ich mal nachsetzen, wie wollen Sie das ändern, wenn die Bundeskanzlerin per se sagt, wir machen 1,5% und der Finanzminister jetzt einen Haushalt vorlegt, der erst auf 1,37 klettern wird und dann wieder auf 1,25, glaube ich, sinken wird. Da kann man natürlich die Kritik einiger Partner gut verstehen. Klar, und deswegen macht ja die Bundesregierung auch deutlich, dass das eine die mittelfristige Finanzplanung ist, wo wir besser werden müssen. Und wir als Bundestag, wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion haben gesagt, wir würden am liebsten die 1,5% noch in dieser Legislaturperiode erreichen, um nicht den nächsten Bundestag damit zu belasten. Uns geht es auch darum, verlässlich in Europa zu sein, dass unsere Partner, die ja auf die Mitte Europas schauen, auch sich auf Deutschland verlassen können. Und das können wir nicht, indem wir einseitig das 2%-Ziel aufkündigen. Ziemlich diplomatisch, es liegt unter anderem am Koalitionspartner SPD, der da nicht mitmacht, aber man ist ja in einer gemeinsamen Regierung. Frau Hensel, von Ihnen würde ich doch gerne noch mal wissen, die europäische Sicherheitsstruktur, nicht nur auf Vertrauen kann man das ja aufbauen, sondern eigentlich müsste ja auch nach wie vor eine militärische Komponente dabei sein. Oder wollen Sie die ganz abschaffen? Naja, also uns wäre natürlich am liebsten, wir könnten eine zivile Sicherheitsstruktur ausbauen, aber zumindest brauchen wir eine Stärkung der Landesverteidigung, das ist völlig klar. Und wir brauchen
innerhalb Europas eben wieder viel mehr Konsultationen und mehr Informationen, mehr Zugang zu den Ländern, wer wie aufrüstet. Das ist ein großes Problem. Hier gibt es eine große Vertrauenskrise. Wir wollen deswegen auch, dass der NATO-Russland-Rat endlich wieder auf ganz hoher Ebene tagt und dass man ins Gespräch kommt und dann über neue konventionelle Abrüstung auch ganz konkret diskutiert und spricht. Nationale Verteidigung stärken bedeutet aber auch, dass man Geld in die Hand nehmen muss. Im Moment ist der Zustand vor allem des Geräts sehr, sehr schlecht in Deutschland. Das würde bedeuten, auch die Linke würde bei einer Bundesregierungsbeteiligung sagen, jawohl, wir müssen Geld in die Armee stecken. Nein, genau umgekehrt. Wir wollen uns auf die Verteidigung konzentrieren. Was hier passiert, ist ja, dass die Bundeswehr immer mehr zu einer Interventionsarmee geworden ist und dadurch auch immer mehr Fähigkeiten braucht, auch militärische Ausrüstung, um weltweit operieren zu können. Das wollen wir zum Beispiel nicht. Wir wollen, dass die Auslandseinsätze beendet werden und dann hätten wir auch deutlich weniger ein Problem der Kapazitäten. Das hängt immer davon ab, welchen Charakter ich dieser Bundeswehr zuschreibe. Wir wollen Landesverteidigung und da hätten wir genügend Mittel, um Deutschland auch verteidigen zu können. Und wir sehen auch nicht, dass wir von einem Land ganz konkret bedroht sind hier in Europa. Okay, vielen Dank, Frau Hensel. Die Linke ist für Landesverteidigung, das ist bemerkenswert. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt in den Bundestag gehen, denn da ist der Bundestagspräsident gerade gekommen. Frau Hensel, Herr Kiesewetter, vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich gebe jetzt rein in den Deutschen Bundestag. Dieses Thema kommt etwas später. Im Moment geht es am Anfang um die illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch. Und das wird hier gleich beraten. Ich gebe rein.